Ein schwüler Sommertag in Montreal, perfekt zum Planschen und Spielen, nicht nur für Kinder. Die kanadische Stadt ist im Juli eine einzige große Manege. Clowns und Akrobaten treffen sich hier zum ersten internationalen Zirkusfestival. Wir hoffen, dass die ganze Stadt Clownsnasen tragen wird. Wir wollen, dass alle dabei sind, Bürger, Geschäftsleute, Hotels. In den kommenden 3 Wochen ist Montreal ein einziger großer Zirkus. Montreal ist ohnehin eine zirkusbegeisterte Stadt. Von hier kommt der weltberühmte Cirque du Soleil samt seiner 5000 Mitarbeiter. Eine Zirkusschule bildet junge Talente aus. Zu den Teilnehmern des Festivals zählt auch der einheimische Eloise-Zirkus, der mit einem Stück zur menschlichen Identität auftritt. Sie sehen jede Menge Akrobatik, viel Energie mit Elektro-Rock-Musik. Es ist so, als ob man mit einer Kamera auf eine Straßenszene zoomt, die wie ein Comicfilm wirkt, wie in einem dieser Filme, die halb real und halb Cartoon-Zeichnungen sind. Der Eloise-Zirkus geht mit seiner Show auch auf Tournee. Erst nach Frankreich, dann in die USA. Viele Artisten hoffen, dass durch das Festival Promoter auf sie aufmerksam werden und ihnen eine Tour finanzieren, wie dieses Ensemble, No Fit State aus Wales. Wir haben 600 Zuschauer und 40 Artisten. Es ist für uns ziemlich schwierig, eine Show auf die Beine zu stellen. Und es ist toll, dass wir bei einem solchen Festival zeigen können, was wir drauf haben. Wir hoffen auf ein paar Freunde und neue Kontakte. 25.000 Besucher werden im ersten Jahr des Zirkusfestivals erwartet. Und in den kommenden Jahren soll der Sommerzirkus einen festen Platz im weltweiten Eventkalender bekommen. Thank you.